Wer in Hamburg U- oder S-Bahn fährt, sieht fast überall Plakate rund um den Erzieherberuf. Kampagnen zur Imagestärkung und Stellenanzeigen von diversen Kita-Trägern zeigen es deutlich: Erzieher sind heiß begehrt. Wir haben Experten aus Behörden, Verbänden, Kita-Trägern, Gewerkschaften und Fachschulen zur Bedeutung, Herausforderungen und Perspektiven des Erzieherberufs befragt. Ich würde fast sagen, er ist einer der wichtigsten Berufe, weil er der erste Beruf ist, der im Bereich Bildung in unserem Erziehungssystem mit unseren Kindern umgeht. Sag mal, was im Elementarbereich nicht sauber geerdet und gegründet ist, ist von den weiterführenden Schulen schwierig aufzufangen. Da wir in Deutschland lange Zeit die frühen Jahre sozusagen vernachlässigt haben und eigentlich erst so seit Mitte der 90er Jahre ein Stück weit die Kindertagesbetreuung zu Bildungseinrichtungen weiterentwickelt haben, ist der Beruf und die Kindertagesbetreuung aus sozialpolitischen Gründen auch wichtig. Der Beruf hat nicht nur große Bedeutung, er bringt auch große Freude. Was toll ist am Erzieherinnenberuf, ist, dass man sich mit seiner ganzen Person einbringen kann. Dass man täglich neuen Herausforderungen gegenübersteht. Kein Tag ist wie derselbe. Es ist kein theoretischer Beruf, es ist ein sehr praktischer Beruf. Und die Erzieher erhalten in der Regel sofortige Rückmeldung auf das, was sie tun. Marx würde sagen, es ist wenig entfremdete Arbeit. Und dadurch, dass dieser Beruf eben so vielseitig ist, ist es auch ein Beruf, in dem man sehr lange tätig sein kann. Ist also alles perfekt im Kita-Bereich? Nein. Hauptkritikpunkt sind die Rahmenbedingungen. Bei der Veränderung der Rahmenbedingungen sind es vielleicht 3 bis 4 große Felder. Es ist die Erzieher-Kind-Relation, die dringend verändert werden müsste. Also wie viele Kinder mit einer Erzieherin oder einem Erzieher zusammen täglich sind. Wir brauchen dringend die Freistellung der Leitungskräfte. Auch hier ist man bisher davon ausgegangen, dass man das so nebenbei machen kann, eine Einrichtung leiten kann. Wir brauchen dringend die mittelbare pädagogische Arbeitszeit. Die muss verbessert werden, also das, was man früher als Vor-Nachbereitungszeit genannt hat. Und wir brauchen ein Netzwerk von Fachberatung. Außerdem fehlt noch etwas, eine höhere gesellschaftliche Anerkennung des Berufes. Wenn diese Anerkennung vollzogen ist, dann werden sicherlich die Sachen, die immer wieder formuliert werden, sich nicht von selbst, aber nach und nach ausgleichen. Ein Stellenschlüssel von 1,5 auf 20 Kindern ist kaum machbar. Ich glaube, dass wir mit den Kampagnen, insbesondere zu mehr Männer in Kitas, aber auch zu allgemeinem Fachkräftebedarf in Kitas, sehr viel weitergekommen sind. Dass auf allen Ebenen bewusst ist, dass dieser Bereich auch aufgewertet werden muss. Die Hamburger Politik bewegt sich da in die richtige Richtung. Der Senat hat in den letzten 10 Jahren das Geld, was für Kindertagesbetreuung ausgegeben hat, mehr als verdoppelt. Ich glaube aber, dass nach dem quantitativen Ausbau in den nächsten Jahren die qualitativen Aspekte eine große Rolle spielen werden und dass sich in der Richtung dann auch weiter was bewegen wird. Olaf Scholz hat kürzlich gerade gesagt, dass er für Hamburg die bundesweit besten Standards möchte und dass er vergleichbare Standards zu Skandinavien haben möchte, wo zum Beispiel in jeder Gruppe akademisches Personal arbeitet und zum Teil auch der Fachkraft-Kind-Schlüssel viel, viel besser ist. Und insofern denke ich, müssen wir jetzt alle dafür sorgen, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass alle sich dieser Verantwortung auch stellen. In den letzten Jahren wurde der Beruf deutlich aufgewertet, was sich auch an zunehmenden Aufstiegschancen zeigt. Lange Zeit hieß es ja, der Erzieherberuf ist ein Sackgassenberuf. Man wird Erzieherin und arbeitet dann, sag ich mal, bis zum Ende seiner beruflichen Karriere in der Gruppe und hat kaum Möglichkeiten aufzusteigen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiterhin auch für Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit eröffnet, dass sie Leitungskräfte werden können, also dass nicht nur Akademikerinnen Leitungskräfte sind, sondern dass das auch für die Erzieherinnen weiter ein Feld bleibt, wo sie aktiv sein können, wo sie aufsteigen können. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, eine positive Entwicklung, dass sich Kitas zu Familienzentren weiterentwickeln, sodass es auch im Rahmen der Kita neue und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.
Es hilft nicht weiter, wenn Träger, gerade junge Erzieher, mit befristeten Verträgen vertrösten, hier eine Schwangerschaftsvertretung, da eine Urlaubsvertretung. Nein, wir brauchen Berufsbilder im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder, die von vornherein eine Langzeitperspektive für die Beschäftigten ermöglichen. Und da müssen die Träger deutlicher als bisher Farbe bekennen. Zum Thema Aufstiegschancen haben einige Träger ganz konkrete Schritte unternommen. Für den sozialpädagogischen Assistenten gibt es jetzt Stipendienprogramme, es gibt Möglichkeiten, berufsbegleitend, also nicht durch Aufstieg, die Erzieherausbildung zu machen, jetzt auch an der Fachschule Alteneichen bei uns. Wenn er damit durch ist, dann kann er auch stipendiert und gefördert berufsbegleitend wieder sein Bachelorstudium am Rauen Haus machen. Die finanzielle Situation von Erziehern wird immer wieder kritisiert. Doch ein differenzierter Blick ist nötig. Der Punkt ist der, dass wir bei den Erzieherinnen zunächst das Hauptproblem haben, dass fast 60% in Teilzeit beschäftigt sind. Die Bezahlung muss natürlich der qualifizierten Tätigkeit der Erzieherin, des Erziehers entsprechen. Da ist sicherlich noch einiges zu tun. Aber es ist auch so, dass heute die Anzahl der Vollzeitarbeitsplätze glücklicherweise auch steigt, sodass wirklich noch einmal geprüft werden muss, wie groß ist denn eigentlich der Unterschied der Bezahlung dieses Berufes zu anderen Ausbildungen. Insgesamt ist der Beruf schon in der Bezahlung in dem System vergleichbar. Was ihn im Augenblick dazu prädestiniert, keinen ernähren zu können, also nicht nur eine Familie in dem alten Modell, sondern auch, wo es an die Grenzen kommt, sich selbst alleine zu ernähren. Das sind die Teilzeitsituationen. Dann können Sie jetzt in den letzten Jahren auch durch den Ausbau im Krippenbereich sehen, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in Hamburg wieder zunimmt und bundesweit auch wieder zunimmt, in Hamburg aber stärker zunimmt als im Bundesgebiet. Es ist einiges in Bewegung im Kita-Feld. Die Handlungsbedarfe sind erkannt. Nicht nur deshalb gibt es beste Aussichten für alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, Erzieher zu werden. Der Bedarf an Erzieherinnen in den nächsten Jahren wird relativ groß sein. Die Bundesagentur für Arbeit spricht bis 2016, das ist ja nicht mehr viel Zeit, von 21.000 neuen Stellen, die sie brauchen. Ich glaube, dass es noch etwas höher sein wird, denn wir werden nicht nur im Kita-Bereich Erzieherinnen und Erzieher brauchen, wir werden sie im Grundschulbereich brauchen. Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen wird weiter voranschreiten bundesweit. Die Berufsperspektiven für Erzieherinnen und Erzieher sind im Moment tatsächlich außerordentlich gut. Die Einrichtungen reißen sich geradezu darum, die ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher einzustellen. Man kann den Erzieherberuf auf jeden Fall empfehlen, weil er ein Beruf mit Zukunft ist, weil er Aufstiegschancen bietet, weil er eine perfekte Mischung ist aus anspruchsvoller Arbeit und gleichzeitig aber auch Arbeit, ich würde mal sagen, so mit Herz, mit Beziehung, mit Kindern. Ich kann mich als Person ganz authentisch auch einbringen mit meinen ganzen Talenten, aber es ist eben auch ein anspruchsvoller Beruf und es ist eine perfekte Mischung.